Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin Wer einfach schon mal. Sich meiner geschundenen Seele? Ja, ich bin nämlich schon mal einfach gereist zu dem Schnellreisepunkt, wo wir hin wollten, zur Palisade. Und sitzt ein Typ. Ja. Mal gucken, was er möchte. Seht euch seinen Säckel an. Auf ihn, Männer! Na komm schon. Sehr hilfsbedürftig. Ich sehe schon. Tschüss. Ja, das wollte er also. Wenig erfolgreich. Für ihn. Okay. In welche Richtung kommen wir jetzt? Also das scheint schon richtig zu sein. Und dann die rechte Abzweigung. Möchte es was? Hallo? Hallo? Kommt der runter? Er hat irgendwie kein Interesse an mir. Zumindest noch nicht. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Dann lassen wir den da mal in Ruhe rumfliegen. Okay. Ach ja, es ist wieder viel los bei euch, ne? Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger hier. Oh, geht das noch Plätze? Ja, irgendwie. So, oh. Aber du wartest mal hier. Wow. Ey, nee, 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 nee. Komm gar nicht erst auf die Idee. Verlieren wir die Nerven. An mir vorbeizulaufen, Spritze. Ich warne dich. Hey. Verdammt. Irgendwie kriege ich immer so einen Rückschlag von denen. Wo ist der Typ? Ist einfach weg. Weggelaufen. Nee. Nee. Gehst du weg. Scheiße. Ja, ich glaube, das sind die Stacheln von denen oder so. Ich weiß nicht. Alles gut, Platz. Nicht. Ist das nicht das da oben? Hier unten. Ach. Ja, okay. Oh. Der passt wohl auf die Brennerei auf, oder was? Oh, ich
Ich wollte eigentlich Quen machen. Vielleicht können wir ja miteinander reden. Der Atem ist hochentzündlich. Ja, komm schon. Welcher Atem? Heißt das, ich soll was anzünden oder heißt das, ich soll lieber nichts anzünden? Ich bin mir nicht sicher. Was das bedeutet. Okay. Mein Gott. Eieiei. Okay. Der Zyklop macht mir keinen Ärger mehr. Jetzt kann ich mich in Ruhe umsehen. In der Tat. Oh. Was heißt das hier? Öffnen? Was soll ich denn hier machen? Ich suche die Brennerei mit Hilfe deiner Hexensinne nach Instruktionen zum Erzeugen von Alkohol. Ach, ich soll. Okay. Ich soll Alkohol machen, ja. Entschuldigung. Irgendwelche Hebel, die ich vielleicht noch nicht benutze, bevor ich nicht irgendwelche Instruktionen gefunden habe. Schimmel. Ja, ich wollte schon immer Schimmel mitnehmen. Nee, ich will nicht ausmachen. Ich suche gerade den Eingang hier. Da haben wir ein Buch und da haben wir einen Zettel. Destillierrezepte. Das Pergament ist etwas ausgeblichen, aber lesbar. Dann schauen wir mal. Brief des Brenners. Thjalfe, ich gebe dir eine letzte Chance. Du machst jetzt entweder alles richtig oder es ist Schluss mit deiner Ausbildung und du kannst deine Sachen packen. Hier sind deine Anweisungen. Lies sie zweimal, damit sie den ganzen Weg bis in dein trübes Hirn schaffen. Fülle die Maische in den Verdampfer. Zünde das Feuer unter dem Verdampfer an. Kühle den Verflüssiger. Erst den rechten Hebel, dann den linken. Nicht andersherum. Ist das so schwer? Nein. Die Antwort ist nein. Also mach dich an die Arbeit. Dagfinn. PS. Wirf das schlechte Malz nicht hinter die Brennerei, sondern in den Fluss. Sonst kriegt noch jemand Wind davon und kommt nachsehen. Also, wir brauchen Maische. Erst den rechten Hebel, dann den linken. Okay. Ich wusste doch, dass wir nicht einfach irgendwelche Hebel betätigen sollten. Tagebuch des Brenners. Verdammt, die Bestie war schon wieder da. Sie weigerte sich zu gehen, bis ich Schnaps in die Schale gefüllt hatte. Bis zum Rand. Sie trank alles mit einem Schlürfen aus und verschwand. Es ist noch keine Woche vergangen und sie ist schon wieder da. Ich habe Steine geworfen, um sie zu verjagen. Da hat sie Steine zurückgeworfen und mir dabei drei Rippen gebrochen. Sie heulte und schrie, bis ich ihr was gegeben habe. Ich bin mein Kassenbuch durchgegangen. Die verdammte Bestie hat die Hälfte meines Vorrats getrunken. Von mir bekommt sie keinen Tropfen mehr. Es ist wohl an der Zeit, einen Hexer zu rufen. Okay, war dann aber ein bisschen zu spät. Offenbar war der Zyklop Alkoholiker. Genau, die Maische müssen wir finden. Maische? Nein. Keine Maische. Mann, dass ich diese Sachen aber auch immer nachts machen muss, wenn ich hier gar nichts sehe. Vielleicht da oben? Ich hätte gerne etwas Maische. Ach, guck an. Glück gehabt. Es ist noch etwas Maische da. Maische, Maische. Was? Okay. So, wende die Maschine, um Alkohol herzustellen. Ja, das war Maische. Hier gehört wahrscheinlich die Maische rein. Korrekt, das wollte ich gerade sagen. Maische hinzufügen. Ja. Fertig. Mhm. Jetzt muss ich die Maische zum Kochen bringen. Ja, dafür müssen wir den Verdampfer
anzünden. Dann erst den rechten und den linken Hebel. Das muss reichen. Zeit zum Abkühlen. Okay. Erst den rechten. Und dann den linken Hebel. Sieh einer an. Ich bin anscheinend zum Brennen geboren. Sicher. Wenn ich das schon verkackt hätte. Wir haben Schnaps gemacht. Das ist doch nicht schlecht. Dann sind wir hier in der Brennerei durch. Oh Gott, ich sehe einfach echt nichts. Aber ich will jetzt auch nicht immer die Katze nehmen, weil dann alles so grau ist. Das passt schon. Hat doch geklappt alles. So, ich guck dann nochmal kurz, was das da oben ist. Ist hier etwas? Oh. Oh. Ich glaube, ja. Es war vielleicht entweder der Schnapsbrenner oder sein Lehrling. Gut. Wie ist es denn jetzt am besten? Einfach runterreiten und dann dahin? Ja. Wollen wir mal wieder den Berg hier runter, bitte. Eine Bergplätze haben wir jetzt. Okay, er sagt mir, ich soll hier lang. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay. Hier ist der Weg. Ich habe ein bisschen Angst davor, was hier im Wald sein könnte. Ah, Wölfe, auf jeden Fall. Ach nö! Geh weg von Plätze. Da mache ich keinen Spaß. Pollen auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Wie bitte? Von wem? Wo ist Gauchheil? Auch Gauchheil, hallo. Habt ihr das? Wie lange soll ich noch warten? Bitte? Der hat mein Gauchheil. Aha. Ah, noch jemand, der nach Gauchheil sucht. Noch jemand? Tremis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Ich bat Gremist, mit dem Schwachsinn aufzuhören, aber er lachte mich aus. Jetzt ist Schluss mit lustig.
Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Ich muss ihn finden. Lebendig oder tot. Was weißt du über diesen Wald? Kaum was. Ist das nicht lustig? Ein Druide sollte jeden Baum kennen, jeden Busch. Aber selbst wir wissen, dass wir manche Orte auf der Insel nicht aufsuchen sollten. Wir können Tiere zähmen, aber keine Monster. Und hier soll sich eines eingenistet haben. Ein Waldschrat? Ein Axibrun? Leider weiß ich's nicht. Wie gesagt, wer den Wald betreten hat, erzählt nicht, wen oder was sie gesehen haben. Hör zu, du suchst nach einem Druiden, ich nach einer Blume. Lass uns zusammengehen. Warum nicht? Ich kann die Hilfe eines Fährtenlesers gebrauchen. Geh voraus. Blume. Alles klar. Keine Blütenblätter. Hufabdrücke, aber die eines Zweibeiners. Das habe ich Geräusche immer. Blume, keine Blütenblätter. Ja, wo? Da? Okay. Ich bin verwirrt. Hä? Wird mich immer... Aha. Okay. Okay. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. Hier hoch? Wow. Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Alle führen in dieselbe Richtung. Oh. Nein! Nein! Aufhören, bitte! Hör auf! Das kitzelt! Das Spiel können noch zwei spielen, du geiles Ziegenweib! Lass ihn los, Höllenkreatur! Ramond! Geh weg von ihr! Beruhige dich! Mir fehlt nichts! Ich bin hier, um... Du weißt nicht, was du da sagst. Sie hat dich verzaubert. Unsinn. Ich brauche keinen Zauber. Diese Jungs kommen von alleine her. Ich muss Magie anwenden, damit sie nach Hause gehen. Nur Ramond war nett, also durfte er bleiben. Ich glaube deinen Lügen nicht. Ich werde deiner Betörung widerstehen. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie. Davon würde ich dir abraten. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern, schon gar nicht aus Dankbarkeit. Okay, nein. Fragen wir nicht. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramond, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die Indigo-farbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nein, Indigo ist Indigo. Ach, Männer. Okay. Ich hoffe... Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Okay, ich hoffe, liebe Succubus, ich habe mich nicht falsch entschieden.
Die sind immer alles so langsam. Oha. Hübsch, nicht wahr? Glockenblumen, Veilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Oh. Ich höre sehr hübsch. Hier eine, aber nicht mehr. Es war harte Arbeit, diese Höhle gemütlich zu gestalten. Okay. Oh. Wo ist Gauchheil? Ah, hier. Dankeschön. Sehr nett. Wow! Nein. Ich wollte reden. Okay, aber offenbar geht es nicht mehr. Ja gut, dann tschüss. Machst das auch gut, bitte. Tschüss. Ja, und dafür müssen wir jetzt dorthin. Ja, dann müssen wir nochmal zum Schnellreisepunkt runter. Am besten. Plätze. Plätze! Los, lass lauf! Lass uns einmal fix reiten hier. Ach, die sind aber auch überall hier, Mensch. Aber wir sind zu schnell für sie. Unterwegs. Mach langsam. Dann Landare. Mir scheint, das Fleisch hat Würmer. Du solltest dein Leben nicht für uns riskieren. Aber wir machen, was du sagst. Ich glaube, wir haben den Druiden gefunden. Frithjof, hallo. Bist du Frithjof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexer? Ich? Streuner, Fremder, Mutant. Manchmal sogar bei meinem Namen. Geralt von Riva. Ein Mann mit Humor, das gefällt mir. Nun, was kann ich für dich tun, Geralt von Riva? Ja. Grimist hat mich gebeten, dich zu holen. Er braucht deine Hilfe bei einem Ritual. Ein Ritual? Eines, damit er nicht mehr so ein fieser Alter ist? Ich würde ja kommen, um der guten alten Zeiten willen, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Nämlich? Sieh dich um. Der Boden. Siehst du, wie trocken er ist? Es hat seit Wochen nicht geregnet. Das Gras ist verdorrt. Die Schafe verhungern. Es muss regnen. Aber ich fürchte, dass... Moment mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Wie? Ich besitze zwar viele Talente, aber das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ich habe an ein anderes Talent gedacht. An dein Schwert.
Weißt du, Mutter Natur mag es nicht, wenn du ihr etwas mit Gewalt nimmst. Sie wird sich verteidigen. So sehr, dass ich selbst einen Verteidiger brauche. Was sagst du? Ja, gut. Natürlich helfe ich, wenn du danach zu Gremist gehst. Einverstanden. Jetzt folge mir. Zeit für einen kleinen Sturm. Bin gespannt. Wo ist der Wolf? Ist das seiner? Tieropfer? Okay. Sollen wir Menschen verbrennen, wie sie es auf dem Festland machen? Ich denke, ein Opfer mit Ziegen und Schafen ist besser. Lukas ist endgültig verrückt geworden. Nein! Skuggas Värm Vatna Halla! Oh, es fängt an. Was kommt denn hier, Neblinge? Oh ja. Oh. Komm schon, komm näher. Okay. Den habe ich nicht kommen sehen. Blöter Miller! Brata Blickstar! Wo ist der Typ? Oh. Verdammt, sind das viele. Ist das so? Aua. Wow. Lothar Himmel, Lothar Miller. Was ist das? Oh, es regnet. Ein Sturm, verdammt. Schon lange keinen solchen Sturm mehr heraufbeschworen. Siehst du die Tropfen? So groß wie Eier. Ich war mit den Neblingen beschäftigt. Die waren auch nicht klein. Ah ja, leider erscheinen die auch immer. Aber vielleicht ist es auch besser so. Vielleicht ist es auch besser so? Warum? Wenn die Beeinflussung des Wetters keine Risiken bergen würde, hätte ich keine Ruhe mehr. Lass es bitte regnen, lass die Sonne scheinen. Manche wollen Stürme, andere ein spiegelglattes Meer. Aber so bitten mich die Leute nur, wenn die Not groß ist. Und nicht aus einer Laune heraus. Verstehe. Manchmal wünschte ich, den einen Neckar oder jenen Ertrunkenen nicht jagen zu müssen. Macht auf jeden Fall Sinn. Mit dem Wetter. Wirst du jetzt Gremist aufsuchen? Mit Vergnügen. Nach so einem großen Sturm freue ich mich auf ein... helfe ich ihm gerne mit dem Ritual. Okay. Okay. Die wollen sich einfach nur... Die wollen sich einfach nur besaufen. Und vielleicht noch Gauchheil als Droge nehmen oder so. Keine Ahnung. Also zudröhnen wollen die sich auch noch. Nachdem wir alles erledigt haben, für die besorgt haben. Natürlich. So wird es sein. Ich weiß gar nicht, brauche ich Spitzwegerich? Hier ist sehr viel... So ein bisschen Spitzwegerich einzusammeln. Ja, ich brauche jetzt aber auch nicht allen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den brauche. Ja, dann können wir tatsächlich eigentlich zu dem guten Herrn zurück. Ich frage mich, was... Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja schon eine Vermutung geäußert. Aber ich frage mich tatsächlich, was wir dann letztendlich lernen können. Von ihm. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns zu dem grimmigen Grimmist. Bis dahin, macht's gut. Ciao.